Ja, ich grüße euch. Heute zwingt mich wieder mal etwas eine Sondersendung zu machen. Da kann ich ja gleich auf die Sommerpause verzichten, aber nee. Es macht mich traurig, dass man heute um 5:45, kurz vor 6, hier man Karate-Szenen sehen musste, wo einer ein Pfefferspray in der Hand hält und gleich drauf drückt. Wo sind bitte die ÖBB-Securities? Es ist traurig. Anscheinend kann jetzt jeder machen, was er will. Und so stelle ich mir definitiv den Tag nicht vor. Und ich frage mich jetzt wirklich, hat man in der österreichischen Bundesbahn Security-Mangel? Braucht es da etwas mehr Securities? Es ist einfach eine Schande, dass zwei streiten und der andere zückt ein Pfefferspray. Ich hätte geglaubt, Österreich ist eigentlich anders, aber man merkt, dass es hier nicht so ist. Und deswegen stelle ich mir jetzt die Frage, warum ist kein Security verfügbar, wenn es hier um Brutalität geht? Warum? Ich bin dann zu den Wiener Linien gegangen. Die haben gleich einmal Verantwortung auf andere abgewälzt. Es ist ja dort passiert zwischen ÖBB und Dings. Wenn mehrere Leute anrufen, umso besser, hätte ich immer gesagt. Und es ist, wie gesagt, eine bodenlose Frechheit, dass immer die Passanten da schlichten müssen. Anscheinend ist man dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und es ist traurig. Ich will, dass in den frequentierten Bahnhöfen wie Meidling und Hauptbahnhof und wie sie nicht alle heißen, mehr Sicherheit gibt, egal wie spät es ist, weil es kann zu jeder Zeit etwas passieren. Und ich finde es auch noch dreist, wenn man hier einen Pfefferspray mit sich führt und hier Unsinn betreibt. Ich hoffe, dass die ÖBB jetzt handelt, dass solche Sachen nicht wieder passieren, weil es kann definitiv nicht sein, dass man hier um Sicherheit betteln muss. In diesem Sinne wohl eher Bad Day, Bad Job.